Einen wunderschönen guten Tag, ich muss mich jetzt beeilen. Hier auf dem Mittelaltermarkt zu Burg Wittlage. Ja. Hi, was ist mit dir los? Ich habe abgenommen. Ich sehe es. Ja. Schwung ich mit Hüften, Bart, und du verlierst deinen Rückgrat. Sehr gut. Wir starten gleich mit einer total spannenden Aktion. Nämlich wurden hier in dem Turm, den werden wir gleich von innen sehen. Geht das schneller? Das Halloween-Haus Emsland hat uns einen Horrorpark hier. Ich habe Markus verloren, das, naja. hat uns einen kleinen Horrorparcours, Gruselparcours hergerichtet. Weil wir selber sehr schissig sind, haben wir unsere Mädels vorgeschickt. Und jetzt gehen wir durch die Masse. Schön, dass ihr da seid übrigens. Vergesst nicht einen Like, ein Abo und einen Kommentar. Ein altbekanntes Gesicht, mit dem werden wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Unser lieber Herold Güni. Seid gegrüßt, Hallöchen. Günther, mein Freund. Ja, der Bär spielt nur noch Markus alleine. Ist das okay. Der spielt ja eh alleine, ich arbeite. Die Geister müssen noch beschworen werden. Ja, na, die machen spätestens auch, wenn sie den Herold sehen. Hallöchen, was erwartet ihr? Schaurige Erschrecker-Crew. So, was aber erwartet ihr von unserem kleinen Türmchen? Nix. Ja, mal schauen. Gar nichts ist einfach, ist leicht zu erfüllen. Peter und ich sagen selbstverständlich Ladies first, oder? Ja, ja. Ladies ja, first, ja. Bitte schön, kommt ran. Die ersten sechs bildet Gruppen zu sechs. Geht rein und zählt durch. Mal schauen, ob ihr auch zu sechst wieder herauskommt. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, so zu ist die gar nicht. Ah! Mann! Er funktioniert. Ah! Ah! Mann! Was hat die jetzt gemacht? So, das war der Rundgang. Ich muss sagen, sehr, sehr schön gemacht. Jubel! Matze, richtig? Hallo Micha, ja, auf jeden Fall. Das Halloween-Haus Emsland unterstützt die Kollegen hier in Burg Wittlage. Und es ist wunderschön. Ihr seid ein Halloween-Haus, genau, so nennt ihr euch. Das heißt, das ist ein eigenständiges Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, Leute zu gruseln. Man kann das so in etwa sagen, wir machen das aber alles komplett ehrenamtlich. Wir sind also kein Gewerbe, kein Verein, wir sind ein reines, privates Unterfangen, eine Interessengemeinschaft von vielen, vielen Verrückten, mittlerweile fast 50 Leuten, die sich halt dann dementsprechend auf die Fahne geschrieben haben, Menschen in die Welt des Halloween hineinzuführen, aber auch unterstützt zum Beispiel von der Osnabrücker Erschrecker-Crew, die uns natürlich unterstützt und Menschen also völlig in eine andere Welt bringen. Bist du der Initiator der ganzen Nummer? Also meine Frau und ich, wir haben vor 16 Jahren haben wir 40 Sack Blumenerde in die Mietswohnung gekippt. Der gesamte Bude, die war bis oben hin voll mit Blumenerde, Grabsteine gestellt. Das war die erste Halloween-Party, die wir gemacht haben. Sie war legendär und führte dazu, dass es halt immer mehr wurde und mit Lego-Technik Geister an der Decke waren und. Und seitdem wir 2015 im Emsland heimisch geworden sind mit unserem eigenen Haus, habe ich gesagt, ein großes Haus können wir auf 500 Quadratmeter dekorieren. Wir haben einen 350 Meter langen Gruselgang. Warum nicht? Also open limit. Krass. War Halloween der Anstoß oder bist du so ein, seid ihr so als Paar so gruselverrückt, dass ihr irgendwie vorher schon die beste Geisterbahn Deutschlands irgendwie auserkundschaftet habt und dann dachtet so, will ich auch? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Bitte, erzähl uns allen ein Geheimnis. Ich verrate ein Geheimnis, muss unter uns bleiben. Ich bin niemals so dumm, da reinzugehen. Also sich erschrecken zu lassen, da reinzugehen, nein. Ich bin überhaupt gar kein Gruselfan. Auch filmisch? Auch nicht? Horrormäßig. Ne? Also nein, Rapunzel ist für mich schon viel zu. Nein, ich wollte, nee. Also ich bin eher der Gemütliche, aber gruseln. Nein, danke, nein. Also ich nicht. Aber mir macht es Spaß, Menschen in eine andere Welt zu bringen. Woher nimmst du dann deine Inspirationen? Naja, ich bin halt ein bisschen verrückt. Ja, wir kommen immer noch. Also ich fühle mich wohl auch hier und vor euch. Ich bin definitiv meine Inspiration.
Gesichter der Menschen zu zaubern. Ja, ja, großartig. Und dementsprechend. Und unser Halloween-Haus ist halt komplett kostenlos. Mhm. Ich nehme keinen Eintritt. Jetzt wollte ich gerade ein Ticket verlosen. Schade. Schade. Zu finden sind wir auf Facebook, Halloween-Haus Emsland, auf Instagram auch gerne. Der Seite ein Like geben. Ich weiß nicht, wenn ihr genügend Verrückte dabei habt. Haben wir. Die sind herzlich bei uns aufgenommen. Alles ist so wie ein Verein. Ich habe Interesse zu kegeln, deswegen gehe ich in den Kegelclub. Ich habe Interesse, Leute zu erschrecken, deswegen komme ich in genau. In eure, nur, dass wir keinen Verein haben. Ja, genau. Wir machen ja keinen Verein, sondern wir haben einfach nur irgendwann mal bei Facebook einen Aufruf gemacht, wer hätte da Bock. Mhm. Irgendwie gefühlt ist das eine Lawine geworden und es sind immer mehr geworden. Geil. Und es ist Wahnsinn, was wir dazwischen haben. Also mein Gesicht, das ist meine professionelle Maskenbildnerin. Ja. Ich habe Deko-Queens dazwischen, die basteln, die spinnen, die sehen lebensecht aus. Geil. Meine größte Spinne, die ich habe, ist 4 Meter. Ja. Die bewegt sich auch dann dementsprechend und es ist einfach Wahnsinn, was man da aus den Menschen rausholt. Wahnsinn. Und da das Ganze ehrenamtlich ist, kann man damit trotzdem prahlen, finde ich. Ihr habt den 2. Platz des gruseligsten Hauses. Da gab es ein großer Fernsehsender und der hat letztes Jahr eine Challenge gemacht. Das gruseligste Haus Deutschlands wurde gesucht und wir sind das 2. Haus geworden in Deutschland. Sehr, sehr gut. Also ich glaube, da können wir ganz stolz sein. Auf jeden Fall. Für mich ist aber einfach wichtig, die Kinder und die Menschen, die da reinkommen, die sollen Spaß haben. Mhm. Die sollen sich einfach in eine andere Welt. Und das Schöne ist dabei, wir sind halt kein Horrorhaus, wir sind ein Halloween-Haus. Mhm. Das bedeutet, wir haben in die Gruselintensität gestaffelt. Das heißt also, Kinder und Ängstliche können so meistens zwischen 16 und 19 Uhr, Erwachsene und Mutige von 19 bis 21 Uhr. Mhm. Und ab 21 Uhr können die ja meinen, dass sie dementsprechend alles aushalten, bei uns reinkommen. Okay. Und werden eines Besseren belehrt, dass sie da nie wieder rauskommen. Genießt das Wochenende. Vielen Dank, Michael. Verbreite Schrecken, so viel wie geht. Gerne. Wir sehen uns nachher zum Feierabend auf dem Kaffee oder Bier oder so. Ja, das werden wir wohl hinkriegen, oder? Auf dem Rum oder so. Also, und wir gehen weiter. Bis gleich. Wie war's für dich? Easy. Ja. Killt es noch trocken? Ja, alles trocken. Okay. Und? Super gemacht. Haben wir super hingekriegt, muss ich sagen. Ja, also Erwartungen übertroffen, würde ich sagen. Übertroffen? Ja. Sehr gut. Wir ziehen mal weiter über den Markt, oder? Wie heißt der Markt hier eigentlich? Markt. Hier gibt's auch Aktwerfen. Ja, stimmt. Ja. Bilder geworfen, nackte Bilder. Ja. Ihr habt ja gerade schon den nackten Unterleib gesehen. Welchen? Ne, deinen halt. Meinen? Das Gerippe. Ach, das Gerippe, ja. Untenrum, ja. Genau. Kamera hinter dir, oder? Ach, deswegen Unterleib, ja. Nee, ja. Verstehe. Verstehst du? Ja. So, wollen wir mal rein? Ja. Na dann, mal rein. Wo rein? In den Markt. Ja. Markt, ja. Ich gehe jetzt aber mal in den Markt. Ja, in den Markt rein. Morgen. Na, wie geht's? Super, wenn ich euch sehe, immer geil. Das sind die Worte, die wir brauchen. Wir hören nicht, was der Herold gerade gesagt hat, piepsen wir weg. Ja, genau. So. Hat der Herold euch gesagt, wie gut ihr seid? Hört nicht auf den. Hört auf uns. Wir legen was drüber. Wir können selber einsprechen. Wir schauen auf seinen Mundwinkel. Wir haben keinen Nudelsack, wir haben Stimme und Musik. Stimmt. Wie letztes Jahr gab es auch dieses Jahr schon die Korsarenschenke. In die werden wir jetzt mal eindringen. Ich habe eindringen gesagt. Du bist hier auch Teil der Korsarenschenke. Ja. Verdammt. Du warst letztes Jahr aber noch nicht hier, oder? Nein. Nein, wie kommt es denn, dass du jetzt hier? Und, bereust du es schon? Nein. Magst du uns die Korsarenschenke mal zeigen? Ja, guckst du dir an? Geh rein, Pussy! Ei. Schau mal hier, das ist ja mal hier. Mango-Bier, Kobold-Bier, Maid-Bier, Cider, Drachen-Cider, Cider Mary Stewart, Cider Robin Hood, Cider Blackbeard, Sonnenschein, Tropenfieber, Blut, Mond, Mandelblüte, Steppenwind, Moorwasser, Freibeuter, Drachentrost, Perlentaucher. Ohne Alkohol. Wir haben letztes Jahr wunderbar hier gefeiert, ne? Wir haben hier sehr gut gefeiert, ja. Also du weniger. Ja, der eine Tag war also hart, aber wir werden auch dieses Jahr wieder hier Samstagabend eine riesen Gaudi veranstalten, unsere Anlage hier aufbauen und richtig für Alarm. Terror machen, so ja, richtig Alarm. So. Da sagen wir auch Sachen wie Arsch oder Penis, auch, kommt vielleicht auch manchmal drin vor. So. Alle Sachen, die man auf YouTube weg. Das ist eine wichtige Regel, gejubelt wird draußen. Ja, genau. Warte. Jubel! Über die Mauer! Jubel! Wir haben schon 20 Kilometer. Sag mal, hast du dich vervielfältigt?
bin geklont. Ja, ich merk's. Ja, ich habe das gemacht, weil da kann ich ja überall sein und meinen Unfrieden verbreiten. Ja, das stimmt. Ne? Sobald man dich sieht, hat man sofort schlechte Laune. Ja, ja. Ist gut, oder? Ja, ja, das ist ja auch der Plan. Ja, ich weiß. Ja, funktioniert. Klappt aber auch recht gut. Milan, 20, Single. 21. Also er ist jetzt so alt, dass er auch in Amerika trinken kann, für den Fall, dass du weiblich Single zwischen 18 und 48, sag ich mal. Ja. Er ist Marktmeister. Ja, Marktmeister. Ja, also ich werde Marktmeister. Wieso, was heißt du wirst Marktmeister? Ja. Du wirst erst Marktmeister? Dann schneiden wir jetzt, wie... Der wird Marktmeister, sag mal. Erst eine noch dicke Hose machen. Und dann werde ich Marktmeister. Werde Marktmeister. Spaß. Wieso geht der schon wieder? Wir kommen gleich wieder. Wir wollten mal gucken, was da vorne los ist. Super. Joste, nee, René und seine Joste, für alle Veranstalter, die diesen Markt schauen, bucht diesen Mann und seine Frau und seine Joste, sonst wär's Quatsch. In Rio de Janeiro. Drei Fassaden wird in Rio de Janeiro. Rio. Drei Fassaden wird in Rio de Janeiro. Bitte kündige mir aus der Quero. Schau mal auf meine Saufasse, wirklich gespannt. Drei Fassaden wird noch da. Sind die Daumen schon klar, das nächste heran, schick ihn am Mars, ach, wend mich an. Hi. Natürlich. Na? Wenn du gerade schon da stehst, gibt es irgendwas, was du, von dem du sagst oder von dem ihr sagt, dieser Markt hat was Besonderes, weswegen ihr auch ohne Arbeit hierher gekommen seid? Das ist wie Familie hier. Ja. Eine große Familie. Ja. Man kommt hier hin, man fühlt sich wohl, die Leute kennen sich und mögen sich und das ist einfach, ist wunderbar. Das ist so, ja, super. Habt ganz viel Spaß. Danke. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir haben hier zwei Menschen, die wir jetzt gerade beim Essen filmen. Wie schmeckt der Wildburger? Auch super. Super, oder? Ja. Ja. Ist ja auch immer blöd, wenn wir ständig sagen, wer hier gut ist, sondern wenn auch mal die Gäste sagen, was gut ist. Reist ihr weiter auch für Märkte? Ja, wir sind auch viel auf Mittelaltermärkten so von MPS. Ihr spielt da auf dem Lichter Weihnachtsmarkt. Ja, ja. Aber genau so eine Musik fehlte uns immer. Schöne Stimmen, vernünftige Instrumente, Musik und... So. Ganz toll, also, relativ. Sehr gut. Jetzt mal einfach, aber schön. Wenn ihr total anderer Meinung seid, schreibt das bitte jetzt in die Kommentare. Und vergesst nicht den Daumen nach unten. Genau. Habt noch einen guten Appetit. Ja, danke. Genießt den Sonntag. Ja. Und wir laufen noch ein bisschen weiter. Überall sieht man ja immer Schwerter und Ritter und sowas alles. Ja. Hier ist mal was anderes. Hier wird nämlich mal auf die Waffen der Frauen eingegangen. Erstmal, wer bist du denn überhaupt? Ich bin die Barbara. Hallo Barbara. Und ihr seid das Lager der? Wie ist euer Lager? Helmholtz Horde. Helmholtz? Horde. Helmholtz Horde. Sehr das gut. Ist ja so ein leichter Zusammenschluss von mehreren Personen. Okay. Ja? Ja. So, und da Männer ja nicht immer so gehorchen, wie wir Frauen das wollen, ne? Gibt es dann hier. Die erste Verwarnung als Besen, ne? Ach, wie bei Muttern früher. Und danach kommt die zweite Verwarnung, die tut dann schon mal etwas weh. Und das ist die dritte Verwarnung. Die tut richtig aua. Wird sie geschlagen oder eingeführt? Ich frage für einen Freund. Hände auf dem Tisch. Beides. Kann man beides mitmachen. Und wenn ich den raushole, dann ist alles zu spät. Dann haben wir Frauen unsere Ruhe. Jetzt gehen wir mal weiter, bevor wir irgendwas falsch machen. Alles gut. Danke euch. Gerne. Schönen Sonntag erstmal. Ebenso. So, dann haben wir Patrick. Patrick, komm. Verdammt. Komm doch mal Seite. Das war doch Absicht. Tu doch nicht so. Nee, ich wollte eigentlich zu meinem Zelt, wirklich. Ja, natürlich. Er wollte aber sagen, er ist, war gestern Gastmusiker bei Spielmann Absolem. Ja, mit ja. Bojan, ja. Ja, genau. Danke. Ja. Und, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke, dass du dabei warst. Wir hatten technische Probleme. Wir haben festgestellt, dass man kein Kodaklas über Mischpult kippen sollte. Es sei denn, man hat einen Patrick im Publikum, der die Trommel übernimmt. Ja, kriegen wir hin. Ja? Du hast gesagt, du machst auch außer der Trommelei, du singst, ich singe, du komponierst. Ich bin professioneller Nerd.
Das klingt super. Ja, das mache ich. Dann solltest du den Kanal Nerdwärts mit 3 geschrieben abonnieren. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf der Fancon. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht sind wir da was gedeichselt, wie man im Mittelalter sagte. Chancen stehen gar nicht so schlecht. Nee, scheinbar bin ich jetzt öfters unterwegs. Ja, also ich sag mal, das ist ein Wurf erleichtert um 5. Der Schwarzmoor-Clan ist so der Clan, glaube ich, der auf Mittelaltermärkten am meisten vom Herold bestraft wurde bisher. Was ist da los? Ihr seid entweder sehr vergesslich oder ihr macht das mit Absicht. Eins von beiden. Ich glaube, ein bisschen Masochismus ist immer gut. Ja. Ja. Und vergesslich. Auch und noch. Chaotisch. Und chaotisch. Chaotisch, ja. Ja, aber ohne das hätte der Herold ja nichts zu jubeln, oder? Ja, irgendwer muss ja für Stimmung sorgen, ne? Das stimmt, ja. Ja. Und wenn ganz ehrlich, wenn die Aufpasser vom Jugendherold da nicht aufs Banner aufpassen, dann hat der Jugendherold seine Aufpasser schlecht erzogen, ganz einfach. Ist jetzt nur eine Entschuldigung für diesen Marken, nicht für alle 15 vorher, wenn ihr bestraft werdet, aber das eine Mal mildernde Umstände, sagen wir mal. Ja, das stimmt. Ja. Viberum castra. Castra klingt erstmal bei mir nach Phantomschmerz. Könnt ihr uns den Namen erklären? Ja, das würde. Hallo, das ist das freie Lager übersetzt vom Lateinischen. Ach so, Kastration, die Freimachung. Ja. Nein. So, schade. Doch, ist so. Das ist so. Genau so stimmt das. bestimmt, ja. Woher seid ihr? Größtenteil hier aus der Ecke, Preußisch-Oldendorf, Börninghausen. Börninghausen. Das klingt geil. Ja, ne? Der Burner. Habt ihr Spaß auf dem Markt? Gefällt es euch? Absolut. Ja, sehr. Und das macht sehr viel Spaß mit dem Publikum. Ja, das ist so. Das stimmt. Also, genießt den Sonntag. Komm mal, wir suchen uns gleich einen schönen Platz und dann machen wir ein kleines Interview mit dir. Was hältst du davon? Ja, können wir gerne machen. So tun wir das so einfach. Wo sollen wir da hingehen? Ja, ich würde sagen, da hinten hier bei der anderen, bei der Hexenschenke. In die Schattenecke. Ja, in die Schattenecke. Oh ja, Schattenecke. Von der Schattenecke in die Schattenecke. Schattenecke? Die Schattenecke. Verstanden? Shadows Corner. So, wir haben unsere Shadows Corner hier ausgesucht. Wir sitzen hier im Shadows Corner. Die Sonne ist nämlich brachial. Ja. So, jetzt haben wir ihn endlich. Quasi Vater Absolem, wenn man so möchte. Ja, genau. Oder? Vater Absolem. Ja, sehr gerne sogar. Sir Günther. Günni. Sir Günther, Herold Silvester Kappelfreier von Wolfstein. Siehst du, wenigstens einer von euch ganz. Zweites Mal Burg Wittlage. Ja. Generell zweites Mal Burg Wittlage. Genau, generell. Richtig? Wir waren letztes Jahr das erste Mal hier mit Schontavernen Events. Genau. Ja. Und? Super. Was würdest du sagen, ist so das, was sich geändert hat vom letzten Mal? Abgesehen von dem Wetter Samstag hat sich viel geändert. Wir haben viele Neuigkeiten mit reingebracht, wie unseren Geisterturm. Natürlich kam mit unserer Halloween-Crew aus dem Emsland und Umfass-Event natürlich sucht seinesgleichen, ist total genial geworden. Unsere Aftershow-Party, also auch mit dem Hintergrund, dass wir auch die ganzen Lager und die lieben Händler, die wir alle haben, dass die auch mal Möglichkeit haben, Markt, Schluss, komm, wir machen zu, wir feiern noch alle zusammen, ne? Ja. Mit Live-Musik und das war schon sehr, sehr klasse. Hat Spaß gemacht, ja. Ansonsten sind wir halt dieses Jahr entspannter rangegangen wie letztes Jahr, weil wir wussten, worauf wir uns einlassen, wie wir was machen müssen. Ja. Wir haben ja natürlich hier mit dem Team, was wir hier haben, ob es jetzt halt die Offiziellen sind oder ob es halt das Hausmeister-Team ist, was uns hier super zugutekommt oder Santa mit ihrem Kaffeehaus da drüben, alle super liebe Leute, die uns halt unterstützen. Und klar, wenn du schon einmal da warst, funktioniert das Ganze besser. Wir haben hier eine natürliche Umgrenzung. Das heißt, wir haben so einen großen Burggraben hier drum zu, das ganze Gelände abgrenzt. Wo wir immer gesagt haben, wenn da einer wirklich durchschwimmt und mit nassen Klamotten nach Taverne steht, der kriegt dann wie umsonst. Hat bis jetzt noch keiner gemacht. Apropos, wenn man da langläuft, also gerade über den Parkplatz läuft, das hat so richtiges Regenwald-Feeling dort. Ja. Ihr solltet vielleicht so eine Wikingerboot-Tour anbieten nächstes Jahr. So klein, du meinst so durch den... Bring uns nicht in Versuchung. nein, entspannt, klar. Und natürlich dann mit Peter Lapatzke, mit Schottenpeter, habe ich natürlich jemanden an der Hand, der das schon jahrzehntelang macht. Ja. Von dem ich sehr, sehr viel lerne. Man darf nicht vergessen, ich mache den ganzen Kram erst seit 2 Jahren. Das finde ich auch sehr spannend, also wie sich die Märkte entwickelt haben. Wir haben, wir haben deine Märkte ja von Anfang an irgendwie auch mitbegleitet. Und da ist einiges an Entwicklung da gewesen, was das Ganze spannend macht und cool macht. Auch. Ja, also, wir sind auch wirklich, wirklich bemüht, immer irgendwie anders zu sein quasi. Ne? Ja, wirklich, bei uns steht natürlich selbstverständlich Familienmärkte im Vordergrund. Ich finde, dass die Märkte, die wir bei euch erleben,
ein so familiäres Miteinander haben. Ja, ja, ja. Alphabetisch ist Quatsch, wir fangen mal beim WC an und arbeiten uns bis zum Ärztehaus quasi durch. Ja, ja, unser liebes Sunny-Team, ja, genau. Unser Sunny-Team. Ja, das haben wir auch gestern bei der Aftershow-Party gemerkt. So. Ja. Die Leute haben echt miteinander gefeiert, jeder hat mit jedem geredet. Es war echt eine schöne Atmosphäre. Richtig, richtig, so, richtig, ja. Richtig. Genau. Ja. Habt ihr nächstes Jahr noch mehr Pläne? Ja, wir haben noch mehr Pläne, in der Tat. Wir sind so ein bisschen am Arbeiten, dass wir ein größeres Projekt haben. Da werden wir demnächst mal in die Öffentlichkeit mitgehen, wenn wir die halt genauen Pläne, die genauen Daten haben. Ansonsten bleiben wir, wie wir sind, hoffe ich. Bitte. Ja. Wäre schön. Hoffe ich. Ja. Nehmt euch mit, wie immer. Ja, so. Ne? Und dann mal gucken, wann wir dann die ersten Enkel kriegen von euch. Ja, wir überlegen ja, ob wir sowieso expandieren sollen. Einfach mehrere Duette quasi, die damit wir auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig spielen. Du, solange euer Papa das Original kriegt, ist mir das alles egal, könnt ihr machen, was ihr wollt. Vater Abraham, ja. Nein, absolut was. So, eine Abschlussfrage. Gerne. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich dir die Frage stellen darf. Du hast die Wahl zwischen ein Leben lang nichts anderes mehr zu trinken außer Met oder Jubel auf deiner Stirn tätowiert. Also Leben lang. Wir machen ein Gewinnspiel daraus. Wollen wir sagen, auf einem deiner Märkte, egal welcher, freier Eintritt für zum Beispiel zwei Personen. Wenn ihr dieses Video bis zum Ende schaut und am Ende werden wir auflösen, für was sich der Mike entscheidet. Genau so machen wir das. Okay. Also, der erste Kommentar, der die richtige Antwort gegeben hat, bekommt freien Eintritt. Über welche Veranstaltung und wie viele Personen wir sprechen, handeln wir dann noch aus. Ja, du, wir sagen einfach zwei Personen, wenn ihr eure Kinder mit dabei habt, dann haben wir halt einfach als Familie, kommt vorbei, alles gut. Alles klar. Ganz herzlichen Dank und nochmal, wir zollen euch den Respekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. Weiter! Farewell to your bricks and mortar. Farewell to your dirty lies. Farewell to your gangways and your gangplanks. And to hell with the rover tie. Oh, the good shit ragamuffin. She's lying at the quay. Where you take your plant with the shovel on his back to the shores of Botany Bay. My way down to the quay where the ship at anchor lies. To command a gang of navvies that they told me to engage. Well, I stopped and bought a drink a while before I went. Hier schon wieder. Ach, hier trifft man. Wir sind einfach überall, ne? Hier trifft man wirklich. Und hier, das ist der Beweis, die Erde ist eine Scheibe. So, immer im Kreis. Das ein oder andere Zelt steht hier. Und noch mehr Zelte. Noch mehr Zelte. Und noch ein Zelt. Und noch ein Zelt. Und Zelte. Und noch ein Zelt. Zelte und Schotten. Auch. Und Schotten stehen hier auch. Unser Schmied, den kennen wir vom letzten Mal auch noch. Es gibt so Fragen, die im Mittelalter von Touristen gestellt werden. Wie ist das Gemüse echt? Esst ihr das Essen wirklich selber? Nein, es wird nicht gegessen. Es wird vom Schmied, werden zum Beispiel Karotten vorbereitet. Ja. Die halten sich dann länger. Dann kann man zu Stahl legiert. Genau. Und der Grund ist einfach, dass man das Essen nicht ständig wegschmeißen muss, wenn man es gekocht hat, weil man es natürlich nicht essen kann. Das ist ja mittelalterlich. Ist alles selber geschmiedet? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich kann nicht immer mit dem Messer schneiden und er schmiedet die selbst. Den spielt man ab zu deinem Arbeitsplatz. Kennt ihr ja auch schon? Hallo. Ja. Hallo. Wie geht's euch? Uns geht's super. Habt ihr was zu tun? Sehr viel, ja. Ja? Wir haben jetzt gerade eine Minute Ruhe, aber den ganzen Tag war viel los. Das stimmt überhaupt nicht. Nein. Nein. Gleich, ja. Ich will das nehmen, ja, danke. Ich habe das Spiel übrigens verloren. Hi. Hallo. Ihr seht so auffällig gewandelt aus. Wir müssen kurz mal vorbeikommen. Hallo. Ich bin Calypso. Also meine Calypso. Du bist deine Calypso. Ich bin meine Calypso. Ich möchte auch eine Calypso haben. Die Piraten, auch bei Fluch der Karibik kann die vorne. Schamanen-Calypso-Geschichte. Also eine Fantasy-Rolle aus diversen Hollywood-Filmen, richtig? Ja. Aus der Literatur? Kulturell auf jeden Fall relevant bei mir, deswegen habe ich das gemacht. Okay, das heißt, sie kommt aus der... Genau. Aus der Karibik. Das heißt, du bist aus der Karibik? Ja. Woher kommst du? Kennt man nicht. St. Kitts und Nevis. Das ist eine ganz kleine Insel. Warte. St. Kitts und Nevis. Haben wir schon ein Gewinnspiel? Nein. Ha. Doch, haben wir wohl. Aber ist ja egal. Aber noch eins. Wir haben ein bisschen Geberlaune. Die Hauptstadt der einen Insel, Nevis. Ja. Genau. So. Und wer das rauskriegt, der kriegt von uns einen Flug all in Nein. Auf keinen Fall. Ja, was kriegt er denn? Weiß ich nicht. Eine Muschel. Genau. Eine Muschel. Hast du Muscheln zum Geben? Irgendeine kann ich abreißen. Na also. Kommt die denn auch von Nevis? Nee, leider nicht. Wiss.
Die habe ich zu Hause gelassen. Die Nevisa-Muscheln. Ja. Klingt doch nach so einem Gericht, was man in der Nordsee kaufen kann. Ja, oder? Stimmt. Das ist Nevisa-Muscheln. Kennt auch keiner. Schön. Wart ihr schon da drin? Nee, wir stehen gerade an und gehen jetzt gleich. Und ihr habt euch sowas von vordrängeln lassen? Ja, macht Spaß. Taler für das Brautpaar! Dankeschön! Durch die Blätter und der Grünzeit plätschert leis. Die Lichtung liegt im goldenen Morgenschein. Von fern hört man eine Stimme, Schritte tanzen durchs Gras. Es muss das Kräutermädchen Sassi sein. Auf einer kleinen Lichtung, weit ab vom Lärm der Stadt, dort singt und tanzt sie morgens ganz allein. Kommst du an jenen Ort und hörst ganz leise den Gesang, dann wird's das Kräutermädchen Sassi sein. Wie sie tanzt, 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 über Stock und über Stein, und die Blätter, sie applaudieren im Wind. Und sie tanzt, 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 nur für sich allein. Du siehst sie nicht, doch es kann nur Sassi sein. Sinne? Hat Spaß gemacht. Wie immer. Ja, danke dir. Danke dir. Ja, danke. Danke, Luis. Geht mir das Herz auf. Ja. Danke. Den haben wir das letzte Mal schon gebracht. Wen? Danke. Danke? Haben wir schon gemacht? Ja. Ja, dann sagen wir jetzt mal, wo bitte. Wir nicht gebracht haben, bitte. Ist, gern euch. Geschehen für den Marktführer, ja. Dass wir euch das zeigen mussten. Ja. Ihr könnt uns ein bisschen Dankbarkeit zeigen, ja. Indem ihr jetzt auf den Abonnier-Button drückt. Genau. Und einfach mal Danke sagt. Tschüss. So. Ja, würde ich auch sagen. Tschüss. So, soll ich jetzt antworten? Ja, darfst du. Ja, da ich meine Frau und meine Kinder kenne, dann trinke ich lieber Met. Das ist schon okay. Jubel kann ich auch schreien. Das kann jetzt aber so oder so. Nein, nein. Also ganz ehrlich, ich hab eine super süße Familie. Eine super geile Frau, ne? Und meine Kinder, ich glaube, jedes Mal, wenn ich hier wieder Jubel drauf tätowiert haben würde und ich stehe morgens auf, muss zur Arbeit, meine Kinder kommen um die Ecke. Jubel. Nein, ich trinke lieber den Met. Alles klar. Wer sind wir? Spielmannabsolenz Marktführer. Was brauchen wir? Euren Glauben. Was sollt ihr aktivieren? Die Glocke. Und was sollt ihr tun? Komm!